heute gegen Vorwärts Steyr ging. Was bleibt uns also anderes über, als die Helden von Cannes noch einmal richtig ins Bild zu bringen. Cup, sondern auch, weil die Mannschaft mit dem Wind im Rücken beginnt. Mirawaka, also die Mannschaft ganz in Schwarz. Meyer Leb kommt da noch einmal zum Ball. Und der frühe, schnelle Treffer, den sich die Niederösterreicher erhofft haben in der sechsten Minute. Meyer Leb kommt hier noch einmal etwas glücklich zum Ball, macht das dann aber sehr geschickt und das 1:0. Der Wind oft als Spielverderber. Meyer Leb. Die Niederösterreicher beflügelt durch den Erfolg die aktivere Mannschaft, allerdings auch oft im Abseits. Er macht sich schon schön für ein eventuelles neuerliches Siegerfoto, nämlich Dietmar Constantini. Aber jetzt einmal Vorwärts Steyr. Madlena wird nur begleitet, nicht attackiert. Und da ist Westerthaler völlig frei. Der Ausgleich in der 16. Minute. Der Ausgleich durch Westerthaler, großartig von Madlena vorbereitet. Aber die Admira-Abwehr da viel zu wenig energisch. Seit 1990 hat Steyr in der Südstadt nicht mehr gewonnen. Guter Pass von Litovchenko. Eberhard. Torhüter Hassler segelt da vorbei und China nützt die Möglichkeit zum 2:1 für Admira Wacker, nur 4 Minuten später, also in der 20. Minute. Wenige Aktionen, aber viele Tore bisher, nämlich 3, 2:1 für Baumit Admira Wacker. Meyer Leb, da hat wieder der Wind ein bisschen mitgeholfen. Panis setzt zu einer Flanke an und dann wird der Ball und die Abwehr der Oberösterreicher vom Winde verweht. Und er quittiert mit einem Lachen. Er weiß, da hat ihm der Wind geholfen. 3:1 für Admira Wacker. Wir sehen es hier noch einmal in der 24. Minute. Diesmal hilft der Wind nicht, daher Torhüter Hassler am Ball. Westerthaler, mit der Ferse gespielt von Novak, aber aufmerksam Torhüter Wolfgang Knapp. Madlena, Westerthaler, große Chance und dann Bischkup, der diesmal Libero spielt. Eine große Möglichkeit wäre das zum Anschlusstreffer gewesen für Vorwärts Steyr. Pausenstand aber 3:1 bei Admira Wacker, fehlt der verletzte Binder, Gaga Zingler und Johann Kogler gesperrt. Steyr ohne Navu und Asima, beide sind erkrankt. Litovchenko, auch gegen den Wind, ein Scharfschütze. Steyr
jetzt mit dem Wind im Rücken, aber auch viel Wind bedeutet noch nicht unbedingt einen gefährlichen Sturm. Aus der Überlegenheit wird vorerst kein Kapital geschlagen. Jetzt allerdings Madlena. Klaus. Admira Wacker jetzt eh auf Konter. Doppelpass. Klaus Litovchenko, sehr gut gemacht. Da sieht man, welch großartiger Techniker er ist. Und das 4:1 durch Litovchenko. Wenn er fit ist, dann ist er ein ganz wertvoller Spieler für Admira Wacker. Das zeigt er auch bei diesem vierten Tor. 4:1 also jetzt für die Niederösterreicher. Er nimmt es gelassen, Trainer Djuricic. Noch einmal ein Eckball. Westertaler völlig frei, sein zweiter Treffer. Es steht nur noch 4:2 für Admira Wacker. Wir sehen das Tor noch einmal in der Wiederholung. Es bleibt auch bei diesem Sieg für Admira Wacker. Und der Co-Trainer von Juventus, der konnte sich noch kein klares Bild von dieser Mannschaft machen. Er wollte nur einen ersten Eindruck gewinnen und er wird sich die Mannschaft sicherlich noch einmal ansehen. Er soll sich's merken, 4:2 ist offenbar das neue Ergebnis von Admira Wacker. Im Totoschein das Spiel 5, richtiger Tipp 1. Sturm Graz gegen FC Linz, das ist auch das Duell zwischen